Jo. Wow. Wo willst du hin? Kaum betraten wir die große Brücke, als wir auch schon von den Ringkriegern angegriffen wurden. Kehret um, wenn euch euer Leben lieb ist, rief einer der vermummten Kehligen. Unser Gott hat euer Kommen vorhergesehen und uns vor euch gewarnt. Ihr seid des Todes, wenn ihr auch nur versucht, in die Stadt zu gelangen. Sehen! Beweg dich weg! Was machst du? Okay, Regenkrieger haben wir gefunden. Quetzalcoatl. Und ja, die KI, die macht mich manchmal echt, echt fertig, ey. Ich gebe ihnen den Befehl, wegzugehen. Aber nein, sie werden angegriffen. Das überschreibt den Befehl einfach. Und Ansgar, du hast doch genug Essen in deinem Haus. Warum isst du nicht einfach? Also, wir wissen schon mal, wo es über den Fluss geht. Ne, weißt du was? Jetzt, wo wir wissen, dass da Türme sind, die wir weitläufig umgehen müssen, schicken wir dich weiter zum Erkunden. Speichern hier aber erst einmal wieder, da Sören ja es geschafft hat zu überleben, wie durch ein Wunder. Hier ist auch genug Holz, um Gold gleich zu schmelzen. Hey, wir haben den Töpfer erfunden. Sehr schön. Lotjolf? Du wirst jetzt unser Müller. Und jetzt haben wir einen Werkzeugschreiner erfunden. Also drei Familienhaus. Du kriegst eine Tochter, weil wir brauchen für den Müller dann eine Tochter. Also eine Frau. Ja, und du wirst Müller-Lotjol. So. Ja, will.
er will. Das heißt, weiter können wir bald nicht mehr erkunden. Oh, was auch gut ist. Ja. Ja. Gut. Weiter. Oh, und so wie es aussieht, wachsen hier die Bäume doch langsam nach. Jedenfalls sieht der Baum so aus, als ob er nach, als ob es ein nachwachsender wäre und nicht einfach nur Verzierung. Verzierte. So, du tut mir bitte den Gefallen und halt dich aus der Reichweite der Kriegstürme. Ja. Es wäre echt schick. So, wir sind bald fertig mit dem Aufdecken. Das Gebirge müssen wir noch komplett aufdecken. Ich nehme mal nicht an, dass es eine Art Hintereingang geben wird. Um hineinzukommen. Nein, sieht fast nicht so aus. Wir haben aber auch echt eine breite Straße sich hier gebaut, ey. Mit Abzäunung und allem. So, sobald er erwachsen ist, wird er Träger in der Bäckerei. Und Dreifamilienhaus ist fertig. Na, ganz wenig Fisch gibt's noch. Gehen wir mal speichern. Auch wenn wir jetzt wissen, wo wir nicht mehr weiter können. So, du bist erwachsen. Wirst Träger, ziehst da ein. Sehr gut. Du wirst erstmal wieder Holzfäller. Denn wir brauchen mehr Holz jetzt. So, und du kannst zur Fischerhütte. So, ein Schuster. Passt hier super hin. Und ja, so wie es aussieht, sind die Schafe hier unten.
Ja, für meinen Jäger, der hier oben ist, Schäfchen da unten. Weil ich habe keine andere, ich sehe keine anderen Schafe. Ich sehe echt leider keine anderen Schafe. Hier oben ist das Wild. Müsste der Farm kastriert werden. So, und alles sollte laufen. Ja, ich werde wohl oder übel deine Schäfer heute errichten müssen. Weil ich sehe nirgendwo anders Schafe. Und wir haben den Bäcker erfunden. Das heißt, wir können Speed geben. Du? Lebenssammler mal wieder. Ah, das bedeutet sehr viel Micromanagement, aber sollten wir auch irgendwie hinkriegen. So, baut mir mal ein Steinmetz-Set. Ich habe jetzt nur noch zwei Bauarbeiter, ja. Gut. Hier sind die Vorräte ausgegangen. Dann ab in die Schule mit dir. Du kriegst einen Sohn. Dann kann er vorübergehend bei euch einziehen. Du Farmer. So, Schuster ist fertig. Das heißt, wenn unser Jäger ihn mit Leder vollgestopft hat, wird er erstmal anfangen können zu arbeiten. Oh, du bist ziemlich hungrig. So. Ah, ach so. Da rein. Du bist erwachsen, das heißt unser Müller heiratet. Und da ist alles gut. Also ja, viel Eisen und Gold hier. Wobei ich dann das Eisen hier wahrscheinlich nur abbauen werde.